Servus miteinander, mein Name ist Peter Schacknert, ich bin Geschäftsführer von der Schacknert Elektronik GmbH und heute optimieren wir einen Actros MP2 1855. Wir haben einen Actros MP2 1855 da. Kennt ihr die alte V8-Baureihe mit einer meiner Lieblingsmotoren? Das ist ein 501er Motor mit 15,9 Liter Hubraum, mit einem Originaldrehmoment von 2600 Newtonmeter und 550 PS. Die Motorbaureihe ist jetzt ein MP2. Das ist hier oben, kann man gut erkennen, die durchgehende Sonnenblende. Die alte, das war ein MP2. Die MP3 um die geteilte Sonnenblende oben, so kann man das ein bisschen erkennen. Die Motoren gab es von 510 PS bis 610, also Black Edition. Was man ja kennt, das ist der stärkste, die haben 2900 Newtonmeter. Also wir haben jetzt so die mittlere Kategorie von dem Motor da. Kunde kam heute aus dem Grund, der hat den Motor überholen lassen. Pleuel, also wie gesagt, einmal komplett Lagerschalen, Lager, Buchsen, Kolben einmal komplett neu machen lassen, weil er nun mal richtig einsetzen würde in den LKW. Der hat jetzt originale 600.000 Kilometer. Ich habe immer ganz klar gesagt, bei den Motoren, alles was Pumpe, Leitung, Düse ist, also PLD-Baureihen, was die 501er und die 502er Motoren haben, sollte man pauschal immer alle 500.000 Kilometer Einspritzdüsen tauschen, ganz wichtig wie die Spritzbilder, weil da liegt auch der Kraftstoffverbrauch drin, da liegt auch die Leistung zum Schluss. Also wenn die Spritzbilder nicht mehr hundertprozentig passen, ist das A und O bei den Motoren, ist aber jetzt alles komplett neu. Kunde bemängelt aber seitdem, dass der gefühlt keine Leistung nicht hat, keine richtige. Darum ist er heute zu uns gekommen und hat gesagt, er will auf jeden Fall jetzt mal Eingangsleistung sehen, dass wir den eben analysieren, was dem Motor fehlt oder dem Auto eventuell fehlt. Und dann ihn eben fein einstellen, dass er eine schöne Ausgangsleistung hat und dass er halt auch spritsparender wird. Weil er sagt, er braucht mit dem Auto, vorher hat er so im Schnitt 33, 34 Liter verbraucht im Kipperbetrieb und jetzt aktuell braucht er irgendwo 45, 46 Liter und da stimmt ja irgendwas nicht. Also darum, ich bin selber auch mal gespannt, was uns jetzt von der Leistung her erwartet, ob es wirklich nur an der Einstellung liegt, an der Motoreinstellung oder ob halt mechanisch vielleicht eventuell was ist. Gut, wir messen ganz normal Hinterachse. Ihr seht hier, wir haben noch halb drauf gefahren, Hinterachse haben wir schon abgespannt. Die alten Motoren haben ein richtig krasses Drehmoment, also das ist ein ziemlich schlagartig, das Drehmoment, wenn man da die Wirbelstrombremse anbremsen lässt. Und ich sage immer, wir messen ja nur auf diesem kleinen Stück hier. Seht ihr, da geht die Wirbelstrombremse, das sind ja zwei Telma, die können bis 1800 PS und 6000 Newtonmeter können die runterbremsen. Und da ist immer wichtig, dass man die gut mittig abgurten, auch unten die Achse wirklich nochmal über den Hydraulikzylinder im Rotor ziehen, weil du weißt selber, wenn du mit 6000 Newtonmeter, so bremst du ja nicht an, aber ich sage mal, wenn du mit einem Gegenmoment 2500 oder 2600 Newtonmeter runterbremsen willst, kann es ja sein, dass der Reifen eben schlupft. Also das ist ja bei schweren Motoren, ich sage mal, alles über 2500 Newtonmeter Drehmoment, ist es eigentlich wichtig, dass man wirklich die Achse in die Rolle reinzieht, weil man sonst tatsächlich Traktionsprobleme hat. Also ich hatte das auf anderen Prüfständen schon gesehen, die waren noch mit Ketten runtergurten oder so, die können so schwere Fahrzeuge stellen, weil sie gar nicht messen, weil wirklich das Rad auf der Rolle sich einfach durchdreht. Gut, soweit haben wir das eben gemacht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal jetzt die Eingangsmessung mit an. Wir werden jetzt 3-4 Eingangsmessungen machen. Nebenbei die Fehlerspeicher mal alles mit auslesen, mal kurz gucken, ob das Auto irgendwelche Fehler drin hat, ob man da irgendwas erkennen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon am Monitor. Wir machen jetzt die Eingangsmessung. Die Leute, die alten Actros noch kennen, seht ihr hier, wir haben eine Intelligent-Schaltung mit Kupplungspedal, ganz normal, also ganz normaler Handschalter, nur mit hier zum Vorwählen. Also ich finde es eine coole Schaltung mit dem. Jetzt hört ihr das Klacken, Kupplung treten und da kann man die Gänge immer vorwählen. So, dann fahren wir mal langsam an. Seht ihr hier, ich kann jetzt hier zweimal nach vorne drücken, dann wähle ich jetzt den vierten vor, dritte noch die Kupplung, dann klackt es wieder. Also ich fand die Schaltung cool, viele mögen die nicht, aber ich fand sie irgendwie cool.
So, wir messen heute wieder Direktergang. Der hat 8 Gänge untersetzt, also 16 Ganggetriebe, also 8 große und 8 kleine Gänge, also einmal untersetzt hat eben. So, wir messen einen drunter, also 8 der kleinen im Prinzip. So, dann fahren wir die Reifen mal in Ruhe warm, fahren das Auto mal in Ruhe warm. Ist immer für wichtig, dass der Prüfstand, dass das Öl vom Prüfstand auch alles warm ist, dass die Verlustleistungserrechnung, dass das auch alles 100% passt. So, dann schauen wir mal. So, wir haben die Endgeschwindigkeit bei dem wieder aufgehoben, dass man einen direkten Gang messen kann. Also seht ihr, wir haben jetzt hier bis von unten bis oben knapp 2100 Umdrehungen, 115 km/h. Mit dem das brauchen wir, dass wir oben rausdrehen können. Wir messen wieder ganz normal von 800 im direkten Gang, von 800 bis 2000 Umdrehungen. Da wo er halt abfällt, dann kuppel ich aus und genau, dann gucken wir uns gemeinsam die Messung mal an. Dann gleiche ich jetzt mal die Drehzahl kurz ab. 1000 Umdrehungen, dann habe ich auch die Hinterachsübersetzung. Schauen wir, dass wir am LKW genau 1000 haben. Genau, dann stellen wir hier noch ein. 800 bis 1900, das passt. So, gut. Dann starten wir mal die erste Messung. Und das sind ja die 502 Motoren, haben eigentlich unten ein gutes Drehmoment, wenn ich auf Berg gut eingestellt war. Jetzt merke ich es ganz leicht bei 800, jetzt bremse ich ihn an. Jetzt einmal langsam durchbeschleunigen. Jetzt hört man auch wieder Turbolader, wie alles aufbaut. So, und jetzt gebe ich die Messung frei. Und jetzt messen wir wirklich von unten bis oben einmal durch. Jetzt hört es ja vollen Ladedruck, man hört es im Hintergrund vielleicht. Muss ich nur schauen, dass ich den richtigen Auskuppelpunkt erwische. Bei 1950. Dann hier auch wieder über das Ausrollen messen wir dann die Verlustleiste wieder und über das Hochbeschleunigen messen wir eben das Drehmoment. Also tatsächlich das Drehmoment an Rad und über das Ausrollen messen wir. So, Bremsseiten verändert, gut, das wissen wir, das war die Vorderachse gesperrt ist. Gut, die erste Messung sieht man gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt 540 PS, 2620 Newtonmeter. Aber ich mache immer drei Referenzmessungen, dass wir einfach da vergleichbare Werte haben. Dann ist das Öl auch wirklich 100% warm mit dem Ganzen. Und ja, dann, wie gesagt, ich mache die anderen zwei Messungen jetzt noch in Ruhe und dann sehen wir uns am Monitor. Ich habe die Eingangsmessungen jetzt gemacht. Habt ihr gesehen, wir haben drei Messungen gemacht. Tatsächlich war die erste die beste Kurve. Darum habe ich die jetzt einmal kurz mit hergeleitet. Wichtig immer, weil die Leute immer in die Videos erfragen, ist das Radleistung, ist das Motorleistung. Das ist jetzt hochgerechnete Motorleistung über die Verlustleistung. Also das ist jetzt, was ein Motor hat, nicht das, was er am Rad hat. Auch dazu immer noch, weil die Leute oft behaupten, manche Hersteller geben die Leistung am Rad an. Das stimmt auch nicht. Der Hersteller gibt immer, egal ob es Volvo, Scania, Renault, egal wer es ist, die geben immer die Motorleistung an und runtergerechnet aufs Rad. Das ist halt je nachdem, wie die Drehmomente halt sich verteilen, wie die Drehmomente ist, halt gefühlt, fühlt sich halt zum Beispiel wirklich Scania oder Volvo halt stärker an, weil er halt das Drehmoment ein bisschen früher und ein bisschen länger hält. Und das merkt man natürlich in die Berge halt auch. Wir gucken es uns jetzt mal zusammen an. Also wie gesagt, 550 soll er haben, original, und 2600 Newtonmeter. Hat er eigentlich genau. Ist vielleicht das, was der Kunde halt bemängelt hat, weil er sagt, er geht nicht mehr so wie vorher. Hier unten vielleicht dieser Bereich hier, wo er meint, dass er sagen wir, zwischen 800 und 1100, dass es hier halt ein bisschen fehlt. Das kann tatsächlich mit Einspritzdüsen auch zusammenhängen oder dass der Ladedruck halt verzögert eben kommt. Ich habe aber die Werte mitgelockt, also meiner Meinung nach ist es tatsächlich eine Einstellungssache. Der Kunde hatte aber zu dem Motor, zur Motorrevision auch ein Software-Update von Mercedes halt dazu gekriegt. Also wird es wahrscheinlich an dem Update liegen, weil es ist tatsächlich so, dass die neueren Update-Stände auch oft von der Leistung halt runtergenommen werden, gerade weil vielleicht eventuell nochmal Euronorm korrigiert wird oder Antriebsstrang
andere Stangen entlasten oder je nachdem. Ganz ganze Beweggründe verstehe ich auch nicht immer von den Software-Updates, weil oft die Software-Updates tatsächlich die Fahrzeuge halt vom Sprit halt absolut verschlechtern. Also ich kriege es ja tagtäglich mit und kann halt tatsächlich sein, dass das halt der Kunde untenrum bemängelt, weil eigentlich, wenn man es genau nimmt, ihr seht ja hier bei 1100 bis 1500 hat der fast sein maximales Drehmoment von 2600 Newtonmeter. Ihm fehlen 10 PS, wir haben eine starke Achse ja drin. So, wir haben hier Verlustleistung von 80 PS, also wie gesagt, das ist eigentlich Serienleistung. Gut, spielt aber trotzdem keine Rolle. Die Motoren gibt es bis 610 PS original, 2900 Newtonmeter, also da haben wir Luft nach oben. Ich würde jetzt schauen, dass wir Richtung wirklich die 2900, 3000 Newtonmeter hinkommen. Spitzenleistung nicht übertreiben, dass wir so ein bisschen über 600 PS vielleicht kommen. Und ja, dann halten die LKWs eigentlich auch ewig. Da ist wirklich immer ein Punkt, wie pflegt man die Fahrzeuge? Hält man die Wartungen sauber ein? Darum, die Mercedes schon lange fahren, die werden mir das ja bestätigen, dass die Motoren, wenn du es eigentlich pflegst, eigentlich nicht kaputt kriegst. Servus, ich bin André von der Firma Schacknert. Der Peter hat gerade gesagt, so wie das immer bei uns auch ist, lese den LKW mal aus. Denn der Kunde kommt jetzt zu uns, wir haben dann hier mehrere LKWs in der Halle stehen oder im Außendienst und da ist ja die Aufgabe immer für uns, einmal den Datenstand auszulesen. Man kann sich den Datenstand vorstellen wie ein Text auf der Tafel in der Grundschule. Das ist der Text, der beschreibt, was passiert, diese Applizierung. Und wir ändern jetzt ein paar Wörter. Dadurch bedeutet der Satz was anderes und das ist eigentlich unsere Arbeit. Und wenn zum Beispiel die Werkstatt ein Update macht, dann ist ja die Tafel einmal komplett weggewischt worden und dann neu beschrieben. Und dann sind unsere Wörter ja auch weg. Und dementsprechend machen wir das hier nach einem Update wieder kostenlos drauf. Oder man hat zum Beispiel unsere Schacknert-App, dann kann man das zum Beispiel selbst machen. Hier beim MP2, bei dem schicken V8, da machen wir das jetzt noch hier oldschool. Wir lesen ihn jetzt einmal aus. Dafür haben wir hier einen Kunden im Auto. Das ist auch sein Herzstück. Da darfst du einmal die Zündung einschalten. So, Genius, so nennt sich das hier. Ist schon mit dem Fahrzeug verbunden. Wir lesen hier über Carline aus, also nicht über CAN-Bus. Die älteren Fahrzeuge haben noch Carline als Kommunikationsschnittstelle, also ein Datenkabel. So, da gibt es mehrere Protokolle, die zum Beispiel, also ein Protokoll ist ja Protokoll ist ja definiert, glaube ich, als festgelegter Ablauf einer Ansteuerung oder eines Ablaufs. Protokoll zum Verlassen des brennenden Hauses gibt es ja auch. Wir haben jetzt hier Protokolle, wie wir das Steuergerät ansteuern. Dafür gehen wir hier auf Trucks. Und das ist das Protokoll 379. Irgendwann weiß man das auswendig, gerade hier bei den schönen V8-Motoren, denen man immer noch so ein bisschen hinterher trauert. So, lesen, einmal auslesen. Wichtig ist hier auch das EEPROM zu speichern. Das ist sozusagen die Schnittstelle fürs Steuergerät, die Verschlüsselung. Bei manchen Fahrzeugen muss man auch die Düsencodes speichern. Also jeder Injektor hat ja gewisse Codes, die unterschiedliche Toleranzen auch mit sich bringen. So ein Injektor, bevor der verkauft wird, kommt auf den Injektorprüfstand. Da wird eine Stunde Diesel durchgespült. Und dann sieht man, dass der eine Injektor, obwohl er komplett gleich ist wie der andere, minimal mehr oder weniger Diesel in einer Stunde durchgelassen hat. Und das Steuergerät beschreibt ja ganz genau, ich will jetzt 5 oder 55 Gramm oder wie hoch auch immer, bei dicken Motoren sogar 400 Milligramm Diesel, nicht Milliliter, sondern Gramm, per Stroke, also pro Hub, einspritzen. Und das ist ja genau definiert. Und ich muss jetzt zum Beispiel 22,75 Milligramm pro Hub einspritzen. Also was macht das Steuergerät? Öffnet den Injektor eine gewisse Zeit. Und wenn der aber der einen Injektor ja minimal mehr durchlässt, muss es das Steuergerät wissen, dass diese Düsencodes, die dürfen nicht verloren gehen. Die müssen wir dann auch manchmal speichern, Fiat Ducato zum Beispiel. Wenn du die Steuergeräte neu beschreibst, die verlieren das sehr oft, dann musst du es vorher mal speichern. Sonst startet das Auto nachher nicht mehr. So, wir lesen jetzt hier einmal aus. Perfekt, hier sieht man es schon. Version, das ist die Versionsnummer der Software. Motor OM502LA. Dann noch das Datum der Software, nochmal gewisse Teilenummern der Software, die jetzt hier verbaut ist, also original drauf. Die wir uns jetzt einmal runterziehen. So, weiterlesen. Dann lesen wir das einmal aus und dann sehen wir uns gleich am Laptop. Es ist jedes Mal das Gleiche. Hier ist die Software drauf. Im Prinzip ist es eigentlich nur ein großer USB-Stick mit Display. Mehr ist es nicht. Und ich habe mir jetzt diese kleine Mini-Datei, also gegenüber zum Beispiel heutigen Scania-Ständen, modernen Scania-Datenständen, ist es halt ein Viertel von der Datengröße, die wir jetzt da rausgezogen haben aus dem älteren MP2 ist es.
So, was ich jetzt mache, ist, ich erstelle mir einen Ordner, lade die Software einmal runter von dem übergroßen USB-Stick, unser MyGenius, so heißt es, benenne die Software, dann sehe ich auch mehrere Details von dem Datenstand da drauf, der da drauf ist, und schicke das jetzt meinem Kollegen, der im Büro ist, dem Andi, der das jetzt gleich umprogrammiert. So, ich habe die Datei jetzt schon empfangen, man hat es ja kurz binär mal sehen können, wie das ungefähr aussieht beim Programmieren. Jetzt habe ich hier die Datei drauf, die optimierte. Jetzt gehen wir zum schicken 1855er Actros. Verbinden einmal unser Spezial-MP2-Kabel. Erst mit dem Genius, also mit dem übergroßen USB-Stick mit Display. Und dann einmal per OBD mit dem Fahrzeug. So, dann darfst du die Zündung bitte wieder einschalten. Jetzt öffne ich einfach die Datei, die wir programmieren wollen. So, Zündung einmal kurz ausschalten. Der braucht kurz den Zündungswechsel, um sich sicher zu booten. So, einmal wieder Zündung einschalten bitte. Er schreibt die Datei rein, aber das Wichtigste ist natürlich der Schacknert Hugo Boss Duftbaum, denn ohne den setzt der LKW keinen einzigen PS um. Wir sehen uns gleich bei der Ausgangsmessung. Die Eingangsmessung habe ich jetzt gemacht. Wir schauen uns jetzt gemeinsam nochmal an. Ihr seht jetzt hier oben wieder die Achse, unten 800 bis 2000 Umdrehungen, also seht ihr 1200, 1400, 1600. Ich habe euch dazu jetzt die Radleistung und die Motorleistung dazu und im Drehmoment auch. Also ihr seht jetzt hier, die unteren Kurven sind immer Radleistung und die obere Kurve ist die hochgerechnete Motorleistung. Ihr seht hier diese lineare Kurve, das hier ist die Verlustleistung. Also sprich, wenn der LKW hochdreht, messe ich das Drehmoment und über das Auskuppeln, über das Ausrollen messe ich dann die Verlustleistung. Also sprich, wenn ich am Rad zum Beispiel jetzt beim 550er 480 PS messe, rechnet dann 80 PS Verlustleistung mit drauf, dann hast du eigentlich die Serienleistung. Also das macht aber der Prüfstand immer automatisch. Aber dass man das ein bisschen versteht, zum Verständnis, dass die Verlustleistung wird immer gerechnet über das Ausrollen, was er vom Motor zum Rad hinter tatsächlich verliert. Vom Ergebnis her, also wirklich super geil. Es ist tatsächlich Einstellungssache gewesen, ist tatsächlich vom Software-Update von Mercedes, halt vom Original-Update. Ihr seht jetzt hier, wir haben 3300 Newtonmeter, also 350 habe ich gesagt, wollten wir mehr haben. Wir haben knapp 380 Newtonmeter, also sogar 20, 30 Newtonmeter mehr, wie ich gedacht habe. Von der Spitzenleistung haben wir knapp 610 PS, also 607 PS. Den gibt es ja original als 610 PS, den Actros, den Black Edition. Darum sage ich ja, da haben wir eigentlich super in die Werte drin. Wir haben leicht stärker vom Drehmoment über das stärkste 610er. Den haben wir jetzt original 2900 Newtonmeter. Wir haben jetzt knapp über 3000. Das ist untenrum hier, das habe ich über den Testtermin nochmal angeschaut. Da sollte man vielleicht eventuell wirklich nochmal hergehen, die Düsen kontrollieren lassen und den Ladedruck testen. Das machen wir aber im Video jetzt nicht, das mache ich dann separat noch. Also da ist er tatsächlich, kommt ein bisschen spät. Ich versuche das dann nochmal über die Software zu korrigieren, sollte aber das über die Software nicht hundertprozentig hinkriegen, muss man wirklich die Mechanik da nochmal im Detail prüfen. Weil da kann sich ja trotzdem, wenn der Turbolader über die Massendreckheit halt eben spät anläuft, das gibt halt gerade dieses Turboloch, dieses Leistungsloch, das müsste man halt dann nochmal kontrollieren. Aber trotzdem, ihr seht ja, wenn er dann sehr vollen Ladedruck macht und die Einspritzung vorlaufen lässt, hat er eigentlich eine super Ausgangsleistung. Also wie gesagt, das wirst du auf jeden Fall gut merken vom Sprit. Ich sage ja, aus der Erfahrung raus haben meine Kunden mir immer gesagt, je nachdem, was sie für einen Einsatz haben, der Kunde fährt auch Kipper-Spediteur, da bin ich mir sicher, werde ich 3 bis 4 Liter locker einsparen, eher sogar 5 Liter. Weil durch das niedrigere Drehmoment in den unteren Drehzahlen, jede Umdrehung braucht Erfüllung, wenig Drehzahl ist wenig Kraftstoffverbrauch, spart man sich halt die Schaltvorgänge und dadurch logischerweise auch den Getriebeverschleiß. Wir sind wieder am Ende unseres Videos angekommen, hat halt wirklich riesen Spaß gemacht, den MP2 zu optimieren. Also wenn euch dieses Thema interessiert, schaut gerne rein unter unserer Internetseite, www.schacknert.de. Ihr könnt uns gerne WhatsApp schreiben, E-Mail schreiben, auch gerne persönlich anrufen, da können wir euch beraten. Vielen Dank fürs Reinschauen, macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.